Danke für die Informationen. Und ihr auf euch. Okay, Macht. Sorge in einzelnen Gebieten für Stabilität, indem du Risse im Nichts schließt. Vergrößere den Einflussbereich der Inquisition, indem du neue Lage errichtest und erledige Quests, um Macht und Einfluss zu gewinnen. Macht kann am Kartentisch in Aufklärungseinsätze investiert werden, durch die sich dir neue Möglichkeiten eröffnen, das heißt neue Gebiete und so. Gewinnst du genügend Einfluss, steigt die Inquisition im Rang aus und du erhältst Zugang zu einzigartigen Errungenschaften. Es sind dann solche Sachen wie mehr Inventarkapazität, jedes dritte Feld hier können wir freischalten und solche Geschichten. Okay, wie sieht's denn aus? Ja. Noch mehr. Also, dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir die beiden Leute finden, denen wir helfen sollen. Also dem einen mit Fleisch, glaube ich, und dem anderen irgendwie mit Decken. Die Bedrohung bleibt bestehen. Reise nach Val Royo und dafür brauchen wir 4 Macht. Das scheint der weitere Fortgang unserer Hauptquest zu sein. In Val Royo sollen wir irgendwie die Kirche überzeugen, dass sie uns nicht mehr ächtet. Aber erstmal sind wir noch eine Weile in Haven, dann später nochmal, aber vor allem hier jetzt erstmal in den Hinterlanden beschäftigt. Jäger der Flüchtlinge. Das ist unser letztes Brot. Es wird eine lange, hungrige Nacht werden. Du hast übrigens einen sehr kreativen Namen, mein Freund. Diese Leute brauchen etwas zu essen? In den Hügeln gäbe es genügend Widder. Sie sind schmackhaft, leicht zuzubereiten und es gibt hier keine Lords, die einen wegen Wilderei aufknüpfen. Aber im Moment ist es zu gefährlich, auf die Jagd zu gehen. Die Wahrscheinlichkeit, auf Magier statt auf Widder zu treffen, ist zu groß. Danke für die Info. Mit Glück bekommt man kein Fleisch auf die Rippen. Okay, für die Einwohner sollen wir schon mal wieder Fleisch sammeln. Nagender Hunger. Das wieder scheint es hier in dem Gebiet zu geben. Mitsamt der einen Quest, die wir noch nicht eingesammelt haben. So, hier unten haben wir noch eine Quest. Au. Das tat schon fast weh. Bitte, jemand muss uns helfen. Meine Frau braucht Hilfe. Was ist denn das Problem? Was stimmt nicht mit eurer Frau? Sie wird krank, sobald sich das Wetter verschlechtert. Sie bekommt keine Luft mehr, als hätte sie Spinnweben in der Lunge. Unser Sohn Hindel stellt einen Trank her, der sie atmen lässt. Er ist der Einzige, der es kann, aber er hat sich diesem Kult in den Hügeln angeschlossen. Bitte geht zu ihm und erzählt ihm, was los ist. Ohne diesen Trank wird sie sterben. Keine Sorge. Okay, wir haben auch noch Kulte oben in den Bergen. Das ist dann flache Atmung, das ist dann hier unten. Also wenn wir mal hier das Lager einsammeln, können wir hier in der Gegend direkt was machen. Könnte vielleicht die erste größere Richtung sein, die wir einschlagen. Wir könnten auch hier nach oben gehen oder uns erstmal nach Westen richten. Momentan haben wir hier ja am meisten Quests, aber wir sollten noch diesen Deckenfutzi finden. Am anderen Ende der Straße hieß es. Es ist gut, dass der Handel wieder floriert. Also hier sehe ich keinen. Wir können auch was plündern. Einen Händler gibt es hier. Kaufen und verkaufen. Schauen wir doch mal. Vielleicht sollten wir uns erstmal ausrüsten, bevor wir Sachen verkaufen. Also Waffen. Wir haben hier Räuberkriegsball mit 85 SPS. Hier ein schwerer Dolch würde zwar sehr viel mehr Schaden machen, aber ist nur für den Schurken. Und davon haben wir keinen, bis auf Varix. Und der benutzt bitte Bianca, der gute alte Varric. Ansonsten, ja, nochmal ein Räuberkriegsball. Und es ist sogar das, was wir tragen. Der Morgenstern ist nichts dagegen. Okay. Keine Waffe für uns. Wie sieht's mit Schildern aus? Da ist unser Griffin-Schild noch am stärksten und es sieht ehrlich gesagt auch wesentlich stylischer aus als dieser normale Holzschild da. So, Varric hat Bianca. Cassandra. Du benutzt ein Langschwert der Inquisition mit 48 Schaden. Du tust bitte den Morgenstern benutzen. Und das würde keinen Unterschied machen, nicht wirklich. Du behältst mal den Schild der Inquisition. Der passt auch besser zu dir. Solus. Haben wir einen Stab. Akolytenstab des Feuers ist bereits ausgerüstet. Gut, so viel dazu. Und dann vielleicht noch schnell die Rüstung durchschauen. Helme. Momentan tragen wir einen Templerhelm mit 8 Rüstungswert. Ja, Kapuze der Feuerresistenz ist erst ab Stufe 6. Das können wir noch vergessen. Hier,
Die Speerrüstung hat eiskalt mehr Rüstungswert. So, wenn es hier gerade leise Geräusche im Hintergrund gibt, das ist meine Schwester, die gerade die ganze Zeit in mein Zimmer kommt. Einfach ignorieren. So, nee, da haben wir nichts Besseres. Können wir Varric vielleicht... Der hat einen Söldnerharnisch. Einen Moment, hier, Speerrüstung. 82 statt 52, na bitte. Sehen die eigentlich genau... Okay. Sieht fast genau gleich aus, nur die Färbung ist ein bisschen anders. Dann haben wir noch Accessoires. Ring der verbesserten Parade. Erhöht den Fähigkeitenschaden um... Es klingt wie eine Tankfähigkeit. Dann bekommt man Cassandra. Achso, ist nur... Nur für Schurken? Okay, dann scheint es eine Schurkenfähigkeit zu sein. Dann bekommt den einfach mal Varric. Okay, das... Das war's dann mit der Ausrüstung schon. Den Rest können wir verkaufen. Achso, nein. Was hast du überhaupt? Zielmodul für Bianca... Das kostet alles nicht so viel. Das holen wir uns alles mal. Dann können wir es dann später an Varric dran basteln. Beziehungsweise... An sein Links. Oh, wir können hier Elfenwurzeln kaufen. Für 20 Gold das Stück. Das geht sogar. Aber wir finden hoffentlich momentan noch genug. Sonst noch was? Antivianisches Brandsprengfeuer. Oh, ein Trankplan. Auch wenn er ein bisschen teurer ist, den nehmen wir sofort. Also, ansonsten. Die Kapuze behalten wir mal. Die können später noch besser werden. Ansonsten wird der ganze Rest ver... Hatten wir den nicht ausgerüstet? Weg damit. Die behalten wir mal. Die Wertgegenstände können weg. Ich glaube, die sind wirklich nur zum Verkaufen gut. Ansonsten Pläne und so wollen wir behalten. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Inventar-Space. Moment. Wir haben die Waffen be... Moment. Da mal komplett was versemmelt. Hier, Langbogen weg, Dolch weg, Langschwert weg. Eigentlich kann davon alles weg. So. Jetzt haben wir noch ganzen ein... Jetzt haben wir nur noch einen Platz im Inventar belegt. Das nenne ich doch mal gut aufgeräumt. Was machen wir jetzt? Wir hätten hier oben noch einen Riss. Da geht's zum Blutsblute da oben bei Redcliffe, wo sich die Magier verschanzt haben. Und hier ist das nächste Lager. Und wir suchen immer noch den einen Typen, der hier irgendwo am Ende der Straße sein soll. Ist die Frage, welche Straße gemeint ist. Sieht er gerade, da war keiner. Würde ich sagen, das sieht nicht in der Straße aus. Gehen wir einfach mal den Weg entlang und schauen, wo wir hinkommen. Und nehmen schon jede Elfenwurzel mit, die uns begegnet. Und auch alles andere Gesocks, weil, wie ich schon, glaube ich, festgestellt habe und es immer noch sehr geil finde, solche Sachen wie Elfenwurzeln, Eisen und andere Handwerksmaterialien wiegen rein gar nichts. Das ist schon sehr nice. Hier, wer bist du denn? Verzauberin Elandra. Ich habe schon einiges über euch gehört, Herold Andrastes. Ich bin Verzauberin Elandra. Und ich hoffe, ihr findet einen Weg, um diesen närrischen Krieg zu beenden. Das hoffe ich auch. Aber warum ist eine Magier nicht bei den Rebellen? Wenn ihr eine Magierin seid, warum seid ihr dann nicht bei den Aufständischen? Ich war eine Verzauberin aus der Bruderschaft der Äquitarianer. Wir wollten keinen Krieg, sondern gegenseitiges Verständnis. Eigentlich bin ich verpflichtet, mich den Aufständischen anzuschließen. Aber ich hatte Freunde unter den Templern. Ich werde nicht gegen sie kämpfen. Ich weiß um meine Stärke und fürchte die Dämonen nicht. Also werde ich für mich bleiben und niemandem Schaden zufügen. Hm. Durchaus keine schlechte Einstellung. Einen schönen Tag noch. Wenn alle so denken würden, hätten wir keinen Krieg. Allerdings, wenn da nicht alle so denken und wir viele haben, die nicht so denken oder jede Menge Chaos stiften, weiß ich nicht, ob sich einfach raushalten und nichts tun die beste Lösung ist. Weil wenn das jeder macht, bis auf die Chaos stiften, dann wird das Chaos nicht aufgehalten. Schwierige Frage. Aber bevor wir hier über Verantwortungsethik diskutieren, verteilen wir lieber ein paar Skillpunkte. Varric, mein Freund. Du bekommst einen explosiven Schuss. Und ansonsten... Cassandra... Gehst du nicht auf... Du solltest auf... Moment, nein. Wir haben nicht auf Tank geskillt. Wobei Verhöhnen immer eine schöne Fähigkeit ist. Vor allem, weil sie gleichzeitig noch Rüstung aufbaut.
Schaden reduzieren 50% bei Fernkampfangriffen. Durch den Einsatz spezieller Kampftechnik der Olesianischen Chevaliers verhinderst du, dass dich Gegner mit Flankenangriffen attackieren können und gerätst außerdem weniger leicht ins Straucheln, wenn du von vorne getroffen wirst. Das ist schon mal sehr gut. Mehr Schutz vor Seitenangriffen, immer sehr gut. Vor allem, wenn es automatisch und passiv ist. Solus, hast du schon eine Kampffähigkeit? Na, du hast immerhin schon mal hier. Also entweder geben dir noch eine Feuerfähigkeit, dass du dein Mana ein bisschen raushauen kannst. Oder wir verringern deine Bedrohung, dass du viel seltener angegriffen wirst. Ist vielleicht ganz gut, dass er seltener angegriffen wird, bevor wir ihn mit dem Mega-Damage-Zaubern ausstatten. Ansonsten hat es nur zur Folge, dass alle auf ihn losgehen und ihn niederkloppen. Das wollen wir dann doch nicht. So gut, dann hätten wir die auch verteilt. Hey, Giles! Kann ich euch irgendwie helfen? Erzählt mir doch ein bisschen von dem Ort. Du scheinst sicher recht gechillt rumzustehen. Was ist das hier für ein Ort? Ein paar junge Kartenzeichner nannten die Gegend die Hinterlande. Aber ich bin nicht gerade Barrick? Dieser Ort hier? Er ist das absolute Nirgendwo. Nur ein paar Felder und jetzt noch ein Haufen Dämonen. Ich bin übrigens Giles. Das ist sehr lustig. Hier, er schaut auf meinen Charakter, der auch gleichzeitig spricht, aber gerade gespielt hat mit Barrick und der steht auch vor ihm. Interessant. Ich muss mich wieder auf den Weg machen. Dann möge der Erbauer über euch wachen. Und Larry kommt sich jetzt bestimmt ignoriert vor. So. Zurück auf den guten alten Dieber. Ah, und hier haben wir noch eine Quest. Das sieht doch nach dem Ende der Straße aus, oder? Da macht's Wurm. Achso, das ist nur das Schild da unten. Na also, hatte ich es dir nicht gesagt? Ah, Rekrut Whittle. Dorfbewohner. Wo haben sie nur ihre Mäntel? Die Leute frieren. Was benötigt ihr, um die Flüchtlinge vor der Kälte zu schützen? Decken, warme Kleidung. Was es so gibt. Diese armen Teufel haben alles verloren, als die Magier und Templer verrückt geworden sind. Wenn wir in einem Dorf wären, könnte ich einfach eine Decke von einer Wäscheleine stibitzen und die Sache wäre erledigt. Aber hier draußen? Ich bin mir sicher, die Abtrünnigen haben jede Menge Vorräte. Ich konnte sie bisher nur nicht finden. Dann werden wir helfen. Lebt wohl. Ja, ihr auch. Das ist kein Dorf. Genug Gebäude hat's doch, oder? In Skyrim würde das wahrscheinlich sogar schon als Stadt durchgehen. Gut, aber die Städte in Skyrim muss man nicht wirklich drüber reden. Da würde das hier wirklich schon als Stadt durchgehen. Und hier ist es noch nicht mal ein Dorf, sondern nur eine Wegkreuzung. Ja, gut. Ja, allerdings kann man in Skyrim auch wirklich mit jedem reden. Also, was machen wir zuerst? Also, irgendwie haben wir hier den direkten Lager und wir haben hier jede Menge Quests im Vergleich und hier noch nicht so viel. Also würde ich sagen... Aber hier haben wir direkt ein Lager. Okay, wir schauen erstmal, ob wir das Lager hier mit relativ wenig Aufwand erreichen. Und wenn wir das uns geholt haben, tun wir in dieses Lager hier zurückreisen, dann hier die Quests mitnehmen, zu dem Lager gehen und hier alles im Umkreis machen. Das klingt doch nach einem Plan. So, vielleicht sollte ich das extra markieren. Das hier sieht hier sehr steinig aus. Ich weiß nicht, ob es hier einen Berg... Ich glaube, wir müssen hier durch den Berg gehen, um da hinzukommen. Kann sein, dass ich mich total... Ach komm, da müssen wir noch eigentlich durchlaufen können. Und kann natürlich sein, dass ich mich total irre, aber... We will see. Solange es ein paar Truhen zum Plündern gibt, bin ich zufrieden. Jünger Stab. Dat Feuers. So, was ist denn Truhe Nummer 2? Haube des Inquisitors. 13 Schild und ein... Nice! Hey, das lohnt sich doch richtig. Also Jüngerstab des Feuers, Solus, ist der besser? Yep, und wieder besser ist. Und ansonsten, hier verstärkt der Schild. Okay, 2 Schaden mehr, sieht nicht mehr so schön aus, oder? Ja, nicht mehr ansatzweise, aber er ist stärker, also. Und Taube des Inquisitors 13,
Rüstungswert und dieses Cowboy-Hut-Design ist auch unübertroffen. Dafür müsste man eigentlich die Henne einschalten. Aber das lassen wir mal. Das wird interessant werden. Hier geht einiges ab. Wir wollen eigentlich nur zu dem Lager hier unten. Und wir sind jetzt noch nicht so hoch in der Stufe. Wir versuchen es einfach mal. Scheint keinen Deut besser zu sein. So, können wir jetzt blocken? Au. Oh ja, schaut mal, wir bekommen fast keinen Schaden. Durch die hier zumindest. Also, wie gesagt, blocken kann sehr essentiell sein, besonders wenn die Gefährten da noch ordentlich Schaden im Hintergrund machen. Alter, was hier los ist? Wir müssen uns wieder auf den Weg machen. Um die Ordnung wiederherzustellen, brauchen wir dieses Bündnis. Ja, vielleicht sollten wir hier alle erledigen, bevor wir uns irgendwas anderes denken. Ich weiß nicht, aber Flammenbälle im Rücken ist nicht so das Angenehmste, was ich mir vorstellen kann. Und Zeit zum Plündern muss natürlich auch sein. In 10 Minuten da, ne? In 5 bis 10 Minuten da. Also bei uns gibt es jetzt Essen. Aber die Aufnahme ist sowieso in ein paar Minuten vorbei. Die nehmen wir uns noch. Oh, das riecht schon sehr lecker von unten. Also die Aufnahme wird nicht mehr sehr lange gehen. Aber für euch macht es sowieso keinen Unterschied, weil jeden Tag ja gleich viel Material rauskommt. Nur aufnahmetechnisch. So, dann. Wisst ihr was? Wir sammeln noch schnell das Lager ein und dann hier schauen wir uns das nächste Mal detaillierter um. Die Elfenwurzel lassen wir jetzt auch mal links liegen. Nur schnell zum Lager. Und an den hier kommen wir nicht vorbei. Na, die kämpfen auch gegeneinander. Magier und Templer. Aus der Bahn! Ich finde sie ja sehr lustig, diese Fähigkeit. Muss man sagen. Da war's schon. Sehr nice. Die beiden plündern wir noch schnell, wo sie schön auf dem Weg liegen. Robuste Abenteurerhaube. Wir finden Zeugs ohne Ende. Das finde ich schön. Und wir haben so schön viel Was bitte fängt bei Inventar mit Infill an? Keine Ahnung, wie ich da drauf gekommen bin. Eisen! Nee, du wolltest nichts looten, Tiba. Du wolltest auf den schnellstmöglichen Weg zum Lager. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Eigentlich. Loot, ja, sehe. Was denkst du? Lagern wir hier oder ziehen wir weiter? Ja, wir lagern hier. Lager der Inquisition. Damit sollten wir auch alle wieder voll geheilt sein und so. Und wir können jetzt zur Not unsere Vorräte aufstocken und uns heilen und so. Und Macht plus 1. Nice. 2 Macht. Bei 4 Macht könnten wir theoretisch schon mit der Hauptquest weitermachen. Aber wie gesagt, wir werden hier und in Haven erstmal jede Menge zu tun haben. Also das kann auch ein bisschen dauern. Den nächsten Schritt der Hauptquest werden wir wahrscheinlich zwischendurch mal einschieben. Also dass wir nicht alles hier gleich am Stück machen, aber fürs Erste sind wir in Haven und hier in den Hinterlanden unterwegs. Dann war es das auf jeden Fall für heute mit der Aufnahme. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Dragon Age Inquisition. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst mir wie immer eure Meinung in den Kommentaren da. Auch schon, wenn ihr euch näher damit auskennt, euer Vorschlag für die Romanze, die sich anbahnen wird. Mit wem soll sich unser Charakter pairen? Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Macht's gut und ciao.